Freunde, herzlich willkommen heute hier zu diesem neuen Video bzw. zur ersten Folge des SUP-Bauprojekts. Und zwar werde ich mit euch zusammen diesen Bausatz von Deuce Delighted zusammenbauen. Wir werden schauen, wie das Ganze abläuft und ich will außerdem auch versuchen, das Board ein bisschen taktisch anzuhauchen. Ich habe an Schwarz-Matt, also eine schwarz-matte Lackierung gedacht, vielleicht aber auch einen Marine-Grau. Ich glaube, es war der Farbton RAL 7000. Mal sehen, wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr das gerne noch kommentieren. Wenn ihr dieses Video sehen werdet, werde ich schon ein paar Schritte weiter sein. Aber bei der Lackierung wollte ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil natürlich dieses Board in Handarbeit, sage ich mal, gefertigt wird. Da will ich nicht zu schnell mich bei der Farbe entscheiden. Also wenn ihr Vorschläge habt, dann gerne unten in die Videokommentare und dann schaue ich mal, ob ich das übernehme. Aktuell bin ich bei Schwarz-Matt, wobei das mit der Hitze so ein Ding ist, beziehungsweise Sonneneinstrahlung. Aber ich denke, dieses Navy-Grau ist ganz geil oder dieses Marine-Grau. Habe aber auch überlegt, das Ganze ein bisschen Oliv zu machen oder Grau-Oliv, Steingrau-Oliv. Ich bin mir, wie gesagt, noch überhaupt nicht sicher. Also, wenn ihr Vorschläge habt, unten in die Kommentare. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir fangen heute mit den ersten Arbeitsschritten an. Ich will das Ganze relativ einfach strukturieren, also eher im ASMR-Stil. Das heißt, ihr könnt einfach zuschauen, wie ich Schritt für Schritt das Board aufbaue. Zwischendurch werde ich mal vor die Kamera kommen, euch erzählen, wie die Arbeitsschritte waren und ob es schwer war, einfach war. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, aber auch nicht der Vollprofi. Also wird es bestimmt sicherlich für den einen oder anderen ganz interessant zuzuschauen, wie ich so arbeite. Ich werde euch außerdem natürlich zwischendurch mal einblenden, welche Arbeitsmaterialien ich noch dazu gekauft habe und so Sachen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Deuce Delighted vorbei. Richtig coole Sachen, wenn ihr Bock habt auf ein geiles Sommerprojekt, zum Beispiel mit Freunden zusammen in der großen Garage. Ihr baut nebeneinander eure Kajaks oder SUPs auf und oder ein SUP oder Kajak, dann ist das eine richtig geile Sache. Und ich bin mir ganz sicher, dass das richtig viel Spaß macht. Und ja, Freunde, legen wir los. Viel Spaß mit diesem Video. Thank you.
hoch. So. So Freunde, der erste Arbeitsschritt ist erledigt. Wir haben heute die Bodenplatten zusammengeklebt. War für mich natürlich ein Neuland mit dem Epoxidharz. Vor allen Dingen auch mit der Dosierung. Man muss natürlich vorher ausrechnen, wie viel man mischt. Also Epoxidharz und Härte. Das Verhältnis muss stimmen. Ich habe natürlich komplett übertrieben mit 200 Gramm Harz. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber gut, besser haben als brauchen. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Und habe ich jetzt 200 Gramm angemischt und am Ende 30 Gramm, glaube ich, jetzt verarbeitet oder 50. Den Rest habe ich jetzt in die Tonne gekloppt, ist ausgehärtet. Und da habe ich auch mal gesehen, wenn das Ganze miteinander reagiert, wie heiß das wird. Also zum Ende hin war das Harz schon sehr heiß. Und hier am letzten Stück war es dann schon echt knapp von der Konsistenz her. Hat noch gepasst, denke ich, aber 5 Minuten länger. Und ich hätte nochmal neu anrühren müssen, um das letzte Stück zu kleben. Also für mich persönlich als Anfänger ist das Arbeiten mit Epoxidharz irgendwie stressig. Aber ich denke, umso mehr Erfahrung man sammelt damit, umso entspannter wird es, umso besser kann man das Ganze einschätzen. Und ja, ich habe jetzt zum Glück mich spontan dann noch während der Arbeit entschieden, direkt noch die andere Platte zu machen. Weil natürlich ist mir dann eingefallen, du musst das 24 Stunden aushärten. Und dann ist es natürlich immer gut, die Nacht zum Trocknen auch oder zum Aushärten zu nutzen. Und hätte ich dann jetzt die andere Platte oder die andere Seite morgen erst gemacht, dann hätte ich natürlich 10 bis 12 Stunden dann verloren. Und die habe ich jetzt zum Glück mitgenommen. Und morgen gucken wir dann, was wir dann noch machen. Hier der nächste Arbeitsschritt sind eigentlich, dass wir die Kontaktstellen hier mit Glasfaser verstärken. Das kann ich natürlich jetzt morgen früh direkt nicht machen, weil das Epoxidharz erstmal aushärten muss. Aber wir werden irgendwas anderes machen. Es gibt noch genug andere Bauteile und Platten, die man zusammenkleben muss. Und das Gute ist, wenn man die Folien benutzt, die Frischhaltefolien, dann kann man das Ganze natürlich auch stapeln. Und ich denke, das werde ich morgen machen. Ich werde mir hier noch was aufbocken, die zwei Platten vorsichtig da drauflegen, dass die aushärten können und werde dann wahrscheinlich schon mal die anderen machen. Und ja, das werdet ihr dann alles sehen. Jetzt in dieser Folge werde ich den nächsten Tag auch noch mit einbauen, weil das ganze Video sonst zu kurz wird. Also Freunde, ich melde mich für heute ab und wir sehen uns morgen früh wieder.
So, Freunde, ich mache für heute Feierabend. Jetzt von mir so ein kleines Fazit, was ich heute alles gemacht habe. Also ich habe erstmal gemerkt, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, die doppelte Arbeitsfläche zu haben, wie ich es jetzt hier habe. Denn ich bin jemand, wenn ich an sowas arbeite, ich kann es dann kaum abwarten, weiterzuarbeiten. Und wenn man nur diese Fläche jetzt hat, so wie ich, dann ist man natürlich immer eingeschränkt, was die Aushärtezeit angeht. Ich muss jetzt die Deckplatte natürlich aushärten lassen und kann hier nicht großartig weiterarbeiten. Zum Beispiel habe ich noch das Gerüst, also den inneren Teil des SUPs, den könnte ich schon zusammenstecken, habe aber jetzt hier keinen Platz mehr und muss natürlich warten, bis ich diese Deckplatte an die Seite legen kann, also morgen. Und dann kann ich das Gerüst erst bauen. Ich habe jetzt weitergemacht und habe die Finbox zusammengeklebt und auch die Griffvertiefung. Hat auch gut funktioniert. Insgesamt auch klappt es jetzt besser mit der Menge des Harzes und Härter. Also ich habe gesehen, dass so 30 Gramm ideal sind zum Arbeiten für die Prozesse. Das ist dann meistens, geht das perfekt auf. Also das, die Menge geht gut auf und es bleibt nur ganz wenig übrig. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wirklich, wenn ihr das macht, dann plant vorher die Arbeitsschritte. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen Harz übrig gehabt und habe das dann in Müll geschmissen und habe jetzt aber hier noch ja, das Überdruckventil. Das hätte ich jetzt damit auch noch zusammenkleben können, habe ich aber gar nicht mehr dran gedacht. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man dieses Projekt macht, sich vorher zu überlegen, welche Arbeitsschritte man macht. Vor allen Dingen, wenn man effizient arbeiten will und vielleicht seinen Urlaub dafür investiert, dass man da auch nicht zu viel Zeit verschwendet mit Warten. Und dementsprechend, wenn ihr das macht, wirklich alles gut planen. Bei mir ist das jetzt so, ich mache das peu à peu, immer ein Stückchen und wie es gerade passt. So wie jetzt auch, mache jetzt später wieder was anderes, gehe jetzt noch in den Wald, ein anderes Projekt filmen. Und ja, ich kann jetzt eh hier gerade nichts machen. Ich muss warten, bis die Deckplatte trocknet, bis das hier trocknet. Das kann ich natürlich an den Rand legen. Aber morgen werde ich dann mit dem Korpus bzw. dem Gerüst weitermachen. Und ja, nur, dass ihr das wisst, von mir so ein kleines Fazit. 30 Gramm Epoxidharz, eine gute Menge, finde ich. Kann man gut anrühren und reicht auch meistens für die Arbeitsschritte aus. Gut überlegen vorher, was man macht, welche Schritte und wie man das Harz einsetzt. Und Punkt Nummer 3, wie gesagt, ich würde die Arbeitsfläche verdoppeln, dass man während das andere trocknet, am nächsten weiterarbeiten kann für effizientes und zügiges Arbeiten. Wer natürlich sich da Zeit lassen will und entspannt arbeiten will, so wie ich das jetzt hier mache, da reicht natürlich diese Fläche aus, aber nur so als kleiner Tipp. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass man mit dem Harz wirklich ja auch ein bisschen sauberer arbeiten sollte. Ich bin so ein Typ, ich habe manchmal so Tage, da bin ich ruhig und penibel und bedacht und manchmal bin ich so eher der Draufgänger, ja, wird schon passen. Und dieses wird schon passen, so ungefähr, das ist hier zu vermeiden, weil man einfach am Ende dann viel mehr Arbeit hat. Ich habe jetzt hier bei der Deckplatte viel besser gearbeitet mit dem Harz als bei den Bodenplatten. Bei den Bodenplatten werde ich sicherlich noch ein bisschen was schleifen müssen, weil ich da einfach natürlich mich erstmal rantasten musste. Aber auf jeden Fall wollte ich das auch noch sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, da ruhig und bedacht dran zu gehen, sich vorher zu überlegen, wie man arbeitet und was man macht. Ja, Freunde, das war die erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die nächsten Folgen kommen dann immer, wie es gerade passt, wie ich dann Zeit habe zum Videoschnitt. Wie gesagt, noch andere Projekte, ein großes externes Projekt. Also freut euch da auf die nächsten Folgen. Kommentiert gerne. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei den kommenden Videos und dann natürlich spätestens auch wieder bei Folge 2. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Doys Delighted vorbei. Coole Sache, richtig geil. Supportet das. Gönnt euch ein geiles Sommerbauprojekt mit euren Freunden, wie auch immer, oder Kindern. Und wie gesagt, Kajaks gibt's auch. Also Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Macht's gut. Ciao.